schön am Wolchow auf Z-Fisch gehen. Z-Fisch immer wieder gut, immer wieder lohnenswert und einer der besten Z-Fische, der Zander, ist hier an einem der bekanntesten Z-Fisch-Spots. Ja, also die normalen Z-Fische, Zerte, Zobel, Zope, fängt man auch immer wieder gerne hier und auch an anderen Stellen. Letztes Video, ich verlinke es nochmal eben, da ist zum Beispiel gerade ein aktueller Spot für die Zerte, aber hier soll auch der Zander gehen. Und da bin ich ja, da bin ich ja richtig platt. Eine Stelle, wenn man das hier mal eben anschaut auf der Map, eine Stelle, die ich auch selbst schon seit Jahren beangel, aber noch niemals mit Jig und Spinning. Immer auf Grund, immer hier schon reingeworfen in diese Area und es war immer schon gut. Und jetzt auf Jig, auf Zander, der absolute Hammer. Der Jeff hat im Discord einen geilen Beitrag gemacht, komplett ausführlich mit allen Details, alles reingeschrieben. Einfach mal reingucken, Link zum Discord unterm Video, und hat den Spot hier beschrieben und hat das Ganze mit etwas, ja, ich sag mal, ein bisschen kleineres, bisschen leichterem Setup hier beangelt die Stelle. Er war so mit 15 Kilo ungefähr unterwegs und hat auch richtig gut rausgezogen schon. Und ja, ich bin hier ein bisschen größer unterwegs, weil ich ja zuletzt schon mal wieder einen Wels hier hatte am Wolchow. Und hier jetzt direkt nochmal einen Wels auf 15 Kilo Setup. Muss jetzt nicht sein. Und was ich geändert habe, ist die Montageart. Ich bin hier mit Texas Rig unterwegs. Man könnte hier auch sogar, ich glaube, ich baue das gleich sogar mal eben um. Das machen wir gleich mal direkt. Ich nehme gleich mal die Vexilla. Dann haben wir zumindest noch mal Skillpunkte drin in die Montagearten. Ich habe ja keine Montagearten, mal keine Gummifisch-Montagearten mehr geskillt. Das heißt, da müssen wir gleich die Route ändern. Und dann testen wir das. Ja, aber im Großen und Ganzen ist es hier an der Stelle relativ simpel. Also auswerfen in Richtung von dem abgebrochenen Turm da hinten. Also gerade raus. Und dann einfach jiggen. Jetzt ziehen wir mal eben kurz hier rein. Das gesamte Setup demontieren. Und ich hole mir mal eben hier die Vexilla. Da ist sie schon. So. Und dann haben wir hier mit der Vexilla eine der ultimativen Routen, die man sich auf jeden Fall gut leisten kann hier im Game. Eine Route mit überall plus 3 auf den ganzen Gummifischmontagen. Wenn man Bock hat auf Jig, auf Vecchi Rig, Carolina Rig und so weiter, Kickback, wie sie heißen, alles plus 3. Das heißt, man hat schon komplett geskillt, wenn man diese Route hier verwendet. So, dann kommt da noch eine schöne dicke Schnur drauf, eine gute Rolle kommt da drauf und dann geht das auch schon ab. Ich nehme mal einfach jetzt die hier, 400 Meter reicht. Einfach nur für den Spaß. Und wir gehen hier mal so auf 30 Kilo oder 27. Gehen wir mal nicht ganz so schwer rein. Jig-Kopf 1-0er sollten wir schon haben. Und dann nehmen wir hier einen von den, hier ist er auch schon, den Provoker. Beziehungsweise, weißt du was, wir nehmen nicht den Jig. Wir nehmen einfach auch hier Texas Rig. Also 24 Bullet Blei, aber mit Jig müsste es auch gehen. Nehmen wir einfach mal die weiße Perle, Offset-Haken 1-0 und dann wieder den Provoker. Aber je nachdem, was man halt gerade kann. Ne? Also wenn man, wichtig ist ja, dass man den Köder in die Jig-Führung bekommt. Das ist wichtig. Und dann raus damit. Locker aus dem Handgelenk. Natürlich auch hier wieder ohne Clip oder sowas. So, Bremse eingestellt. Geschwindigkeit mache ich erstmal nur so auf 30, nicht ganz so schnell. Und dann ganz normales Jiggen hier. Eine Umdrehung mache ich und dann müssen wir erstmal gucken, reicht das? Ja, wir haben sogar schon Biss. Reicht das oder muss man vielleicht eine zweite Umdrehung machen oder einfach ein bisschen schneller einstellen? Man muss ja in diesen Jig reinkommen. Erster kleiner Zander. So, direkt nochmal ein bisschen weiter raus. Absinken lassen das Ganze.
Und ich glaube, ich gehe mal auf 40, nochmal ein bisschen schneller. Die Strömung geht nach da hinten. Das heißt, wir jiggen quasi jetzt gegen die Strömung. So, einmal stramm gezogen und jetzt erste Kurbel. Und da haben wir schon Jigführung. Perfekt. Zweite. Warten. Und so ganz simpel geht man in den Jig. Und normalerweise, wenn das weg ist, ist das immer schon ein Anzeichen. Dann drücke ich sofort immer R, ob der schon was gebissen hat. Die Jigführung geht allerdings auch weg, wenn man mit dem Köder zum Beispiel gegen eine Kante jiggt oder in ein Loch rein jiggt. Dann verliert man eben auch diese Jigführung. Deswegen muss man jetzt hier gucken, passt das? Passt das von der Geschwindigkeit? Oder muss man da vielleicht ein schwereres Blei nehmen? Auch das kann durchaus sein, dass man ein etwas größeres Blei braucht, damit der Jigkopf gegen die Strömung das, oder das Blei schneller absinkt. Na, ich gehe nochmal schneller. So, dass wir da jetzt so ein bisschen mehr reinkommen. Aber irgendwie hängt es doch, jetzt sind wir wieder drin in der Jigführung. Vielleicht sind es auch anderthalb Drehung eher. Aber wichtig, wie gesagt, diese Jigführung, die muss schon sein. Und im Idealfall eben auch weiter draußen. Jetzt bin ich schon ziemlich nah dran, muss also gleich noch ein bisschen weiter rauswerfen. Aber selbst in den Morgenstunden, ich stehe jetzt hier schon gut eine Viertelstunde, 20 Minuten. Selbst in den Morgenstunden ist hier auch schon einiges reingerasselt, beziehungsweise so seit der Mittagszeit ungefähr. Zack, hier vorne noch einer. Ganz ufernah. Der ist gar nicht weit weg gewesen. Ein kleiner Döbel. Also, nochmal raus damit. Jetzt hier 50er Einholgeschwindigkeit, relativ schnell sogar. Absinken lassen. Und Jig. Jawohl. Und einfach nur eine Drehung. Und wenn wir dann eben die Zander hier rankriegen und die dann auch noch in einer guten Gewichtsklasse sind, 3 Kilo plus am besten, und schon wieder an der Stelle rausgekommen. Irgendwas muss hier sein, wo der Jig immer gegenballert, immer kurz da aus dem Jig quasi rausfällt. Das ist unpraktisch, das heißt, ich werde gleich nochmal versuchen, vielleicht ein bisschen weiter rechts lang zu ziehen. Eine etwas andere Ecke. Ja, dass wir dann da vielleicht so ein bisschen einen anderen Winkel hinkriegen und dann nicht immer gegen diesen Widerstand da im Wasser jiggen. Und gerade in der Phase, so nach 3-4 Mal jiggen, dass dann, ja, dann ist ja durchaus eben die Chance, dass da wirklich nochmal was reingeht. Das ist halt ärgerlich, wenn man die Phase dann gerade verpasst. Übrigens Köder testen, auch ein ganz wichtiges Ding. Immer wieder praktisch fürs Z-Fischangeln, fürs Zanderangeln. Nicht fürs Z-Fischangeln, fürs Zanderangeln. Z-Fische sind immer noch die Zerten, Zope und Zobel. Aber fürs Zanderangeln eben auch da oder allgemein fürs Kunstköderangeln Köderfarben ändern. Vielleicht auch hier jetzt, wenn man Texas Rig zum Beispiel verwendet, auch mal eine rote Perle verwenden. Wir haben ja hier an dem Provoker auch so einen Rotanteil. Vielleicht lohnt sich das dann auch mit einer roten Perle. So, und wieder probieren. Absinken und jetzt geht's los. Wir kommen so langsam in den Abend und in die Nacht. Ich bin sehr gespannt, was dann da geht. Bisher, wie gesagt, am Tag war es schon gut. Jetzt gerade so seit 15 Uhr ist sogar eher noch ein bisschen Flaute. Deutlich weniger jetzt gerade. Aber es sind schon ein paar schöne Brocken reingegangen. Deswegen bin ich gerade sehr gespannt, was eben gleich noch in der Nacht passiert. Ich werde auf jeden Fall den Provoker weiter testen, aber wie gesagt, gleich auch nochmal die Quicker. Quicker zum Beispiel, Quicker 4,5 in grün und in rosa Farben, die auf jeden Fall auch. Und dann natürlich auch nochmal was, so Tiny Fish. Tiny Fish, auch immer wieder ein guter Köder, der für Zander funktioniert. Und das muss auf jeden Fall getestet werden. Ja, im Moment ein bisschen schwierig hier mit der Jigführung. Es sind so zwei kleine Stellen hier, zack, die Jigführung unterbrechen. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber die Zander gehen trotzdem noch rein. Vielleicht muss ich einfach weniger weit auswerfen. Ich werfe einfach mal so entspannt hier vorne nur hin. So, machen wir schon mal ein bisschen Licht. Vielleicht reicht das ja hier vorne und man muss gar nicht so ganz weit raus. Na, guck mal, sind wir jetzt konstant drin? Ne, auch schon wieder raus hier.
Also irgendwas ist hier vorne im Wasser, was die Jig-Führung so ein bisschen behindert. Aber da wird man auch irgendwas hinkriegen. Da muss ich noch mal ein bisschen rumprobieren, ein bisschen testen. Ich meine, der Kescher sagt ja schon einiges. Das ist ja schon nicht schlecht. 30 Minuten jetzt hier. Und ja, ich sag mal, der Größe, hier sind wir bei 5 Kilo, 9 Kilo Wels war jetzt gerade schon mit dabei, 3 Kilo. Also es sind ein paar schöne Zander schon dabei. Auch direkt am Tag. Und jetzt ist halt, wie gesagt, die Frage, wie kriegen wir hier am besten noch eine gute, konstante Jig-Führung hin, damit wir da durchkommen. Oder vielleicht tatsächlich mit Jig-Rig. Also nicht mit Texas-Rig oder sowas, sondern nur mit dem Jig. Vielleicht ist das ein bisschen einfacher und wir kommen da leichter in den Jig. Zack, und direkt einer rein. Na guck, gerade ausgeworfen und nach dem zweiten Dreh sofort der Biss. Und ihr seht oben, ich habe gerade eben noch schnell den Köder geändert auf den gerade noch genannten Quicker. Zack, sehr schön. Also der Quicker 4,5 mit grüner Perle. Hier ist das Ganze. Hat auch sofort geliefert. 4,502 ist das. Das ist doch schön. Also auch der funktioniert. Und jetzt ist die Frage, welcher Köder ist hier der, der am besten funktioniert? Also rumprobieren und testen. Ich würde sagen, wir gucken gleich nochmal kurz rein in den Kescher, inwieweit sich das Ganze hier gelohnt hat. Beziehungsweise, ich blende das am besten am Ende gleich nochmal eben kurz ein, was denn so der Kescher gebracht hat. Guck mal, hier geht der nächste Kandidat rein, auch wieder ein bisschen mehr Gewicht. Ja, sehr schön. Die großen Zander können sich auch schon mal schwer machen, fast wie so ein Wels, ne? Also da dann nicht irgendwie erschrecken, dass da vielleicht ein Zander reingeht. Es kann auch ein Wels, andersrum, dass da ein Wels reingeht, sondern es kann auch einfach der Zander sein, der sich so mit 5 Kilo plus einfach schon mal schwer macht. Und gerade mit einem kleinen Setup kurbelt man dann da hart gegen. Also, Petri ihr Lümmels, testet den Spot. Dickes, fettes Dankeschön hier auch noch an den Jerf fürs Teilen. Super geiler Spot, super coole Idee, das hier auszuprobieren, einfach auf Jig. Absolut genial, ich ziehe jetzt hier noch weiter durch. Petri Lümmels, Daumen da lassen, wenn das Video gefallen hat und geholfen hat. Kanal abonnieren hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr. Petri.